Hallo! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und etwas Neues basteln wollt. Heute basteln wir eine Frühlingsgirlande mit Tulpe, vielleicht Veilchen und anderen Frühlingsblumen. Dies ist eine Schneide- und Fädelarbeit. Wir brauchen nur an einer kleinen Stelle einen Kleber. Wie immer bekommt ihr von mir die Vorlagen auf YouTube, auf meiner Webseite. Und da geht es jetzt erstmal darum, wie bekomme ich die auf das Papier. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder mit so einem Kohlepapier zu arbeiten, oder, das hatte ich schon in einem vorherigen Video mal gemacht und gezeigt, dieses ganz normales Butterbrotpapier. Und das habe ich einfach mit einem schwarzen Wachsmalstift eingefärbt. Brauche ich auch nicht immer wieder machen, es reicht wirklich einmal. Und das kann ich jetzt auflegen mit der Wachsseite nach unten auf mein grünes Papier. Und dann habe ich schon vorgeschnitten, deswegen haben wir jetzt hier schon Farbe. Ich nehme jetzt einen anderen Farbstift, damit ich sehe, wo ich male und ziehe die Linien nach. Wenn man kleine Kinder hat, kann man es auch festkleben und wir heben es hoch und da ist es zum Ausschneiden. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet. Und wie ich jetzt sehe, fehlt mir noch eine Blume. Ich habe die drei Blätter. Jetzt überlege ich, was mache ich. Mache ich jetzt eine Tulpe oder eine... Ja, ich mache nochmal eine Tulpe. Dann nehme ich wieder mein Papier. Ein bisschen Platz machen. So. Und eine rote Tulpe und mein Kohlepapier oder Butterbrotpapier mit Wachsmalstift drauf und zeichne meine Tulpe nach. Nicht vergessen, den Punkt zu zeichnen. Und da haben wir schon, ja, da war wohl kein Wachspapier, da muss ich ein bisschen, da ist es zwar durchgedrückt, so. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe vor vielen Jahren Schablonen hergestellt. Da habe ich auch die Löcher reingemacht. Da ist es natürlich noch schneller vorzuzeichnen, indem ich einfach... Und dann nehme ich einen hellen Stift, einen gelben, den lässt sich leichter sehen. So. Da habe ich meine einmal mit den Schablonen und einmal mit der Wachstechnik. Jetzt ausschneiden. Eine rote Tulpe. So, da habe ich meine Blumen. Diese Blume braucht auf jeder Seite einen Punkt. Ich habe mich entschieden für Rot. Ganz kleinen Kindern gebe ich diese Punkte, indem ich es ihnen vorzeichne, den Kreis, und zwar mit Punkten. Und dann kann man es ausprickeln. Da braucht man nicht mit der Schere so drumherum. Das war schon alles, was wir an Kleber brauchen. Jetzt brauchen wir noch die Löcher in unsere Blumen. Da ist ein Loch. Wo ist das andere Loch? Ah, hier oben. Okay, gut. Habe ich nicht angezeichnet. Dann habe ich hier einen Nagel im Korken. Oder man kann auch einen Prickel nehmen. Auch das tut es genauso. Ein Punkt da, ein Punkt da. Ein Punkt da, Punkt hier oben, das gleiche nochmal. Blub.
Blub. Dann brauchen wir Geschenkband. Ungefähr 50 cm reichen. 50 bis 60 cm. Und ein paar Perlen mit ein paar dicken Löchern. Und dann nehmen wir uns eine Nadel und ziehen. Welche Farbe kriegt was? Orange kriegt ein rotes Band. Ziehen ganz durch, leg die Nadel nochmal beiseite und mache es auf Mitte. So, jetzt beide Enden in die Nadel hinein und ungefähr 7 Perlen auffädeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und jetzt Nadel wegmachen. Und jetzt kommt meine Blume. Die lege ich, mein Blatt, das lege ich hier hin. Und dann mache ich eine schöne Schleife. Vorher einen zweiten Knoten drauf, damit es gut hält. Eine Schleife. Wer noch keine Schleife binden kann, der kann die Fäden auch abschneiden und ein bisschen hängen lassen oder fragt einen Erwachsenen. Aber eine Schleife ist schon schön. Jetzt habe ich 60 cm, da sieht man jetzt so schön ein bisschen lang das Band. So, da ist die erste fertig. Was machen wir denn, wenn wir ganz kleine Zwerge haben, so Dreijährige oder Dreieinhalbjährige oder Vierjährige? Die kriegen das manchmal mit der Nadel noch nicht hin, da sie immer den Faden verlieren. Da mache ich es dann so, dass ich an einer diese Mitte, die ihnen das einziehe, weil das Fädeln von den Perlen macht den Kindern ja Spaß. Die lege ich dann schön aufeinander, schneide sie spitz zu, nehme ein kleines Stück Tesa-Crepe. Tesafilm eignet sich nicht so gut. Tesa-Crepe ist wirklich sehr praktisch für das. Lege es auf und rolle die ganze Geschichte ganz eng zusammen. Ich hoffe, man kann das sehen. Für Effekt geht es nicht so gut. So, jetzt haben wir es ganz eng gerollt. Das kann ich auch wieder zuschneiden. Und jetzt haben wir schon eine Nadel, die nicht verloren geht. Also wieder 7 auffädeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Jetzt muss man halt hier unten abschneiden und man kann wieder das Blatt einsetzen. Man muss die Girlanden nicht so untereinander hängen, man kann sie auch einzeln aufhängen. Sieht auch sehr schön aus in einem Fenster, aber das habe ich in der Balkontür hängen. Zweiter Streich. Ja klar, wenn ich schon alles fertig geschnitten habe, dann geht es relativ schnell. So, da haben wir jetzt 2 Stück. Gut. Und die wollen wir jetzt noch untereinander hängen. Da nehme ich gerne ein Perlon. Es geht aber auch so ein weißer Faden. Ist egal. Ein Perlon sieht man halt nicht so. Der verschwindet, einen weißen Faden sieht man eher. Ich nehme jetzt den Perlern, dann nehme ich eine etwas kleinere Nadel. Ja, jetzt haben wir ein bisschen geschnitten. Das war ein bisschen problematisch, den Anfang vom Perlernfaden zu finden. Also, ich gehe hier unten hinein, steche durch. Gehe durch das andere Loch, was die andere Blume hat, schneide den Perlonfaden ab, ups, raus aus der Nadel und knote einfach zusammen. Ja.
Und schon haben wir zwei, die zusammengehören. Zweite schwebt. Knoten kann man verstecken. So, dann sieht man ihn nicht. Wunderbar. Jetzt nochmal zur dritten Tulpe. Nochmal von vorne durch mit der dicken Nadel den Faden rein. Jetzt beide Fäden in die Nadel. Oder für die kleinen mit Tesacrepe. So, jetzt habe ich alle aneinander hängen. Jetzt kommt hier oben noch in die oberste Tulpe ein Faden, ein Perlon rein, der etwas länger ist. Und daran kann man dann im Fenster das Mobile oder die Blumengirlande aufhängen. So, fertig. Zu lang. So, so ist besser. So. Prima. Kann ich da oben hinhängen? Prima. Liegt dann auf dem Tisch. Nee. Gut. Wer eine kleine Überraschung in einen Blumentopf braucht, auch das geht. Man kann diese ganze Geschichte auf einen Spieß stecken. Das funktioniert so. Man macht die ganz normale Blume und dann geht man hinten mit der spitzen Seite vom Schaschlikspieß durch dieses Band. Dann durch die ganzen Perlen bis hoch. Und schon hat man eine kleine Tulpe, die man in einen Blumentopf stecken kann. Es gibt immer noch mal eine Wahl. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Frühlingsblumen basteln und hängt es in euer Fenster und lasst die Nachbarn erfreuen. Tschüss!